Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Umzugstag. Ich habe gestern nicht gevloggt, es tut mir leid. Wir haben gestern den ganzen Tag hier echt gepackt, bis abends 9:30 Uhr. Und jetzt ist es 7:15 Uhr und das Umzugsunternehmen kommt ungefähr in 15 Minuten. Und ich bin so aufgeregt und wir sind jetzt hier noch in den letzten Zügen. Bernd bringt noch Sachen ins Auto. Die sind da. Echt, die sind schon da? Ja, super. Ja, ich muss auch noch die Waschmaschine leer räumen. Schande. Ja, ich hatte nämlich gestern... Oh, ist das jetzt hell. Jetzt, ich hatte gestern noch eben hier alle unsere Handtücher einmal durchgewaschen und getrocknet. Schande. So, ich zeige euch einmal eben schnell, die sind noch nicht drin. Wir haben soweit alles leer geräumt. Ich hatte jetzt, was wir heute Morgen brauchten, noch eben hier in die Tasche reingeräumt. Waschmaschine ist leer. Das habe ich jetzt hier liegen gelassen für da, ihr wisst schon, wenn da Wasser rauskommt und so nachher. Das muss ich noch wegräumen. Hier, jetzt pass auf. Calvinas Zimmer ist auch leer und ich sag euch, das stinkt hier so richtig eklig. Das Bett, wenn man die Matratze, die kommt ja auf den, wie heißt das? Haben wir bestellt, Sperrmüll, genau, mir entfällt das Wort immer. Und ja, und dann als wir das abgenommen, der ganze Bettkasten stinkt so enorm. Und das ist so schön, das Bett, das ist ja noch nicht alt. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass wir es auf den Sperrmüll schmeißen, weil es so stinkt nach Schimmel. Ja, das kommt dann. Also das kommt mit und das kommt mit. Und der Stuhl von hier. Ansonsten bleibt der Rest hier. Und das Murphy kommt auch mit, ne? Der weiß gar nicht, was los ist. Miss Murphy, ganzen Tag packen hier. So, dann gehen wir ins Schlafzimmer. Hier hat Bernd die ganzen Umzugskartons auf einen Haufen gestellt. Ja, was soll ich sagen, dass wir hier nicht mehr schlafen, das wisst ihr ja. Die Sachen nehmen wir mit rüber, weil das sind Sachen, die wir jetzt so in der ersten Woche brauchen, dass ich nach und nach dann die ganzen Umzugssachen auspacken kann, habe ich gesagt, dass wir erstmal versorgt sind und ich mich da nicht so beeilen muss. So, ja, das kommt mit, natürlich, der Kleiderschrank, die Vorhänge kommen auch wieder dran im neuen Haus. Das Spinningbike kommt mit, der Stuhl kommt mit, so weiter, natürlich der Tisch und so, das kommt alles mit. Smurfy, komm, lass den Staubsauger. Komm, wir gehen raus. So, ab ins Wohnzimmer. Die Couch bleibt hier, die kommt auch auf den Sperrmüll. Um hier die Tür zu machen, denn die stinkt auch so enorm nach Schimmel. Da ist ja auch so ein Bettkasten drin. Und ich sag euch, der stinkt so sehr. Ach, so. Smurfy, komm mal hier. Oh, dein Schweini. Komm hier. Oh, ich hab ihn. Oh. Meiner. Ja, du hast ganz viel abgesahnt, ne? Ja. Nein. Weißt du, der Traumfeder kann direkt? Nein, die habe ich mal auf der Kirmes meine Mama geschossen. Da hat die sich so gefreut, die muss bleiben. Bitte noch? Ja. Darf er das jetzt in das Kabel? Das Kabel, nein, ich habe ihm sein Schwein gegeben. Etna. So. Ja. Ja, dein Schrömmelpumpe, ne? Ja, noch weiter geht's. Fernsehen kommt natürlich mit. Hier der Schrank, Tisch müssen wir auch noch abräumen. Müssen alles noch abräumen. Das kommt mit. Und natürlich die Küche. Das muss auch mit. Die habe ich direkt ausgewaschen gestern, als wir die leer geräumt haben. Und das war auch wirklich die meiste Arbeit, die Küche leer zu räumen. Und wir haben richtig viel ausgemistet. Ganz, ganz viel. So, meine Lieben, 4 Stunden später. Und ich glaube, ihr hört es schon an dem Hall.
Unsere Wohnung ist leer und es hat sich etwas ereignet. Ja, ich drehe einfach mal die Kamera um, damit ihr seht, was ich meine. Tada! Wir konnten ein paar Küchenschränke nicht mitnehmen. Die sind jetzt hier in der Garage. Denn die waren auch komplett voll Schimmel von hinten. Und unsere Küche ist 3 Jahre alt. Jetzt im Dezember wird sie 3. Und nicht nur da, sondern auch hier, wo der Kühlschrank stand, ist Schimmel. Und es wurde ja immer gesagt, ja, man darf Möbel nicht so nah an die Wand stellen und so. Wir haben ja diesen großen amerikanischen Kühlschrank und der stand nur hier, weil der hat gar nicht in diese Nische gepasst. Das sieht man auch hier, also wo hier der ganze Dreck ist. Sorry, that's life. Da stand der und die Nische hat halt trotzdem Schimmel. Hier auch die Ecke Schimmel. Ich meine, eine Küche, ja, die kann ich ja nicht 15 cm von der Wand entfernt hinstellen, oder? Wie seht ihr das? Ja, ist doch echt. Ja, wir sind natürlich nicht begeistert, dass wir unsere Küche jetzt nicht aufgebaut bekommen komplett. Ich hoffe, dass sie das provisorisch so schaffen, dass wir wenigstens kochen können. So haben die gesagt, die versuchen es, aber ja, wissen die halt nicht, weil das ist der Schrank, wo der Backofen drin ist und der Schrank, wo dieses große Induktionsfeld drin ist, die jetzt hier bleiben. Versuchen es halt, aber versprechen können sie es nicht, müssen sie gucken. Und Bernd hat diesen Küchenlieferant kontaktiert und wenigstens sind die noch vorrätig, unsere Schränke, dass wir die dann halt wenigstens irgendwann nachgeliefert bekommen. Und dann müssen wir mit dem Umzugsunternehmen einen neuen Termin machen für den Rest der Küche aufbauen. Das ist halt, ja, so ein Mist, ne? Aber zum Beispiel, ich gehe jetzt mit euch ins Schlafzimmer. Da, wo ja am meisten Menschen schlafen und geatmet wird, da wird man ja meinen, dass am meisten, also da, dass da Schimmel kommt, ne? Aber hier ist gar nichts im Schlafzimmer. Hier haben wir jahrelang zu zweit drin geschlafen und hier ist gar kein Schimmel im Schlafzimmer. Also hier war ja heute Morgen schon frei, das habt ihr gesehen. Ja, jetzt hier ist halt Gerümpel alles, das müssen wir heute Abend noch abholen. Aber hier stand dieser große Kleiderschrank, der stand jetzt 10 Jahre hier und hier ist kein Schimmel im Schlafzimmer. Und der stand auch an der Wand, also der hatte vielleicht ein paar Zentimeter Luft hinten, aber da ist halt nichts. Ja, weiß ich auch nicht. Was soll ich sagen? Couch kommt auch auf den Sperrmüll, weil ja dahinter auch Schimmel ist, den man jetzt nicht sieht. Ja, der Bernd ist schon vorgefahren zum Haus. Der hat Kaffee gekocht, Brötchen geholt und sowas alles. Und ich zeige euch jetzt noch die Schränke in der Garage und dann fahre ich auch dahin. Sorry, ich bin richtig müde. Erstmal haben wir gestern den ganzen Tag gepackt. Ich hatte abends richtig Übungswehen. Mein Bauch ist richtig hart geworden und das war richtig unangenehm. Ich war richtig so melancholisch den ganzen Tag lang wegen dem Umzug. Einfach, ja, jetzt wo ich das gesehen habe mit der Küche, mit dem Schimmel, das hat mir so den Rest gegeben. Aber trotzdem hatte ich auch immer so ein wehmütiges Auge oder wie ich sagen soll. Ich war halt auch traurig, ich habe halt auch die schönen Seiten gesehen, also dass meine Mama hier voll oft war, die hat oft bei uns geschlafen und so. Dass es halt jetzt so vorbei ist, diese Zeit. Und dann war ich halt um 3 Uhr wach, auch wieder Übungswehen die ganze Zeit gehabt. Der Kleine oder die Kleine hat die ganze Zeit getreten, wie verrückt. Das war die erste Nacht, wo die so, oder der, man weiß es ja nicht, so wild gestrampelt hat, dass ich gar nicht mehr einschlafen konnte. Und wach geworden bin ich, weil ich voll den Albtraum hatte. Ich hatte richtig den Albtraum. Mega schlimm. Ich bin aufgewacht, weil ich gerufen habe, Mama! Und davon bin ich wach geworden. Hat sogar der Smurfy, habe ich gemerkt, der schläft ja bei uns im Bett.
Da habe ich gemerkt, dass der sogar hochgeschreckt ist, weil ich heute Nacht so laut Mama gerufen habe. Ja, was ich geträumt habe. Ich weiß noch, was ich geträumt habe. Aber ich glaube, ich weiß sogar die Bedeutung. Ich erzähle sie besser nicht hier im Internet. Ja, nicht so schön. Es war auf jeden Fall ein Albtraum. Naja, so, jetzt zeige ich euch die Schränke eben und dann fahren wir auch zum Haus. So, das ist der eine Schrank von hinten. Und jetzt gehe ich hier rum. Das ist hier der, wo halt das Zeranfeld drauf war. Da müssen wir gucken, weiß ich nicht, bevor wir den auf den Sperrmüll packen, weil die Fronten können wir ja, glaube ich, noch verwenden, hoffe ich. Und das ist halt der andere. Und hier war die Mikrowelle drin, dann war hier der Backofen. Und hier, ja, das ist der schlimmste Schrank. Der ist am schlimmsten befallen. Und den wollen wir nicht mehr mit rübernehmen. Das ist ja ekelhaft. So, es wird jetzt hier immer voller. Es ist sogar schon der große Kühlschrank hier, wo ich mir voll die Sorgen gemacht habe wegen der Außentreppe. Die Küche, ja, alles was mitgekommen ist, ist schon oben. Der erste LKW ist schon leer. Die sind nämlich mit zwei gekommen. Und jetzt kommt die große Vitrine da über die Außentreppe. Die haben ja hier so einen Lift. Der. Damit ging es bis jetzt ganz gut hier durchs Fenster im Esszimmer. Aber die große Vitrine passt hier nicht durch, leider. Deswegen wird das jetzt ein Kampf. So, gut. Erzähl mal, was wir jetzt mit der Vitrine machen. Auseinanderbauen. Die kriegen wir nicht hoch. Ich habe es von Anfang an gesagt, dass das nicht geht. Die passt da nicht um die Ecke. Auf gar keinen Fall geht das. Ja, tut mir leid für die Jungs. Und ich dachte aber, man kann die gar nicht auseinanderbauen. Wegen, dass das alles geleimt ist, habe ich gedacht. Aber anscheinend geht es wohl doch. So, die Herren vom Umzugsunternehmen sind weg. Es ist alles hier, was hier rüber sollte. Also was die schleppen sollen. Ein paar Sachen sind noch in der Wohnung. Die holt Bernd noch. Sowas wie unsere Koffer, in Anführungsstrichen. Das waren ja nicht Koffer, aber das holt der Bernd noch. Und ja, ihr seht, wir haben gesagt, boah, jetzt haben wir endlich ganz viel Platz. Aber so viel ist es gar nicht. Es ist alles voll. Aber dabei muss man sagen, also hier sind ja jetzt die Küchenschränke und die ganzen Schubladen und so. Und von den Vitrinen, die ganzen Innenleben und das alles, diese Glasscheiben, die sind alle hier verteilt. Also, ja, hier sind noch Umzugskartons. Jetzt gehen wir mal oben gucken. Da war ich nämlich noch gar nicht. Also ich war schon mal oben, aber nicht jetzt, wo die hier aufgebaut haben. Die Kappe von der LED-Lampe haben wir abgemacht, weil wir Angst hatten, dass das vielleicht kaputt geht von dem ganzen Tragen und so. So, jetzt ist hier schon mal der Kleiderschrank von Calvinos Zimmer. Der kommt hier ins Zimmer, weil Calvino möchte gerne einen neuen Kleiderschrank haben. Oder was heißt möchte gerne? Der kriegt einen neuen. So, hier ist jetzt erstmal so Calvinos Zimmer. Da sind einfach Klamotten dran, Anziehsachen. So, dann gehen wir mal unseren Kleiderschrank gucken. Ach, guck mal, da ist die Kommode. Die kommt dann hier rüber. Aber egal. Das sieht ja cool aus. Und unser Schrank, da muss ich mal schauen, weil da sollten ja die Vorhänge dann wieder vor. Boah, ist ja richtig viel Platz noch rechts und links an der Wand. Hätte ich gar nicht gedacht. Wow. Da ist ja das hier, das Zimmer länger als unser altes. Wow, wow, wow. Super. Ja, hier haben wir auch noch, können wir noch was verstauen. Toll. Freue ich mich. Die Birnen hat der Bernd auch aus unserer Lampe hier rausgemacht, weil wir Angst hatten, dass was kaputt geht. Jetzt gucken wir mal. Jo, der Vorhang passt auch noch dazwischen. Da kommt ja eine Decke, so eine Leiste. Super, boah, haben die echt toll gemacht, die Jungs. Morgen früh kommen sie wieder und dann geht's weiter.
Der Bernd ist jetzt schon mal weg. Oh, der ist nämlich eben zu dem Küchenstudio gefahren, wo wir unsere Küche her haben. Ja, er wollte das unbedingt heute in Auftrag geben mit diesen Küchenmöbeln. Ich habe gesagt, es ist doch völlig egal, ob wir es jetzt heute machen oder wenn wir halt erstmal umgezogen sind, sage ich mal nächste Woche oder so, weil ich bin echt platt. Ich bin richtig platt jetzt, obwohl ich das nicht schleppen musste. Ne? Die Jungs waren so fleißig, unglaublich. Aber Bernd hat gesagt, ja, wenn Lockdown kommt wieder, weil ja im Moment alles so schwammig ist, ne, mit dem ganzen, ja, wir sind ja schon Risikogebiet hier und Maske tragen in der Stadt und alles. Der hat gesagt, wenn Lockdown kommt, dann haben wir es wenigstens schon mal bestellt. Ne, dann ist unser Auftrag schon mal vergeben, weil ich habe gesagt, wenn Lockdown kommt, dann arbeiten, glaube ich, auch nicht die Möbelwerke oder so, ich weiß es nicht. Aber dann ist es schon mal bestellt. Ja, und so bin ich dann jetzt hier geblieben. Hab aufgepasst. Was heißt aufgepasst? Ich war halt hier mit den Möbelpackern. Da musste man ja nicht viel aufpassen. Und Bernd ist da hingefahren. Die Kinder sind draußen spielen. Calvino war nämlich erst bei einem Freund. Der hat bei einem Freund geschlafen. Und irgendwann heute Mittag, Nachmittag, habe ich die abgeholt. Beide Kinder. Und jetzt sind beide Kinder hier. Und die sind jetzt draußen im Spiel. Oh, geht gar nicht zu, die Schublade. Ja, aber es gefällt mir richtig gut hier mit dem Schrank. Müssen nur noch die Griffe wieder dran, aber die muss ich erstmal sauber kriegen. Ja. Was wollte ich euch jetzt noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin echt platt jetzt. Ja, unsere Badezimmerschränke, die passen jetzt irgendwie gar nicht mehr hier hin. In das graue Zimmer habe ich gedacht, vielleicht können wir die hier dranhängen, weil ins Gäste-WC passen die gar nicht vom Platz her. So, und ich wollte eigentlich schon mal das Bett machen, vorbereiten, dass wir uns da nur hinlegen müssen nachher, weil aufs Sofa können wir ja nicht, weil ja da alles voll liegt und Fernsehen gucken können wir ja auch noch nicht. Also einfach nur ins Bett legen. Aber unser Bettzeug ist noch zu Hause. Ja, stellt euch das vor, so ein Mist. Egal. Ich saug jetzt hier durch. Ich mache sowas alles. Aufräumarbeiten. Und ja, heute Abend schneide ich dieses Video. Und ich würde den jetzt hier beenden, den Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sind sehr gespannt auf unsere erste Nacht hier in diesem Haus. Wir melden uns morgen früh wieder in alter Frische. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.